Im Nordosten Griechenlands kämpfen die Einsatzkräfte weiterhin gegen große Wald- und Buschbrände, die vor einigen Tagen dort ausgebrochen sind. Laut Medienberichten konnten die Feuer nahe der Hafenstadt Alexandropolis zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht werden, die Gefahr sei aber noch nicht gebannt. Ein weiterer Brand hat sich in der Region Böotien in der Nacht auf Montag entwickelt. Ein Mann kam dort ums Leben, wie die Feuerwehr meldet. Für die Region der Hauptstadt Athen und angrenzende Regionen herrscht laut dem Zivilschutz die höchste bis allerhöchste Waldbrandgefahr. Ebenfalls auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa kämpfen rund 300 Einsatzkräfte gegen die Waldbrände im Norden und Nordosten der Insel. Der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo sagte, das Schlimmste sei vorbei, man könne aber noch nicht sagen, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Die Flammen haben bisher knapp 13.000 Hektar erfasst. Die Behörden sagen, das Feuer sei absichtlich gelegt worden.